Moin Moin, hier ist wieder Alex von Aquifels Filmecke. Ja, und ich möchte euch jetzt erstmal natürlich schöne Festtage und einen frohen Heiligabend wünschen. Und ja, heute gibt es ein XXXL Weihnachtsupdate, ne, weil man hat sich denn ja schön zu Weihnachten einige Sachen gegönnt, einige auch geschenkt gekriegt. Und ja, ich möchte euch natürlich zeigen, was alles dazugehört. Und ja, es ist eine Mischung aus Weihnachten und dem Dezember-Update. Da zwei zu machen, wäre Quatsch gewesen. Naja, also erstmal hier ganz kurz wieder die digitalen Angelegenheiten. Ich hatte mir Mayhem geholt, der war im Angebot. Ne? Ja, netter und ganz unterhaltsamer, aber nicht weltbewegender Film. Ne? Um ja, eine Pandemie und ne, Leute, die in einem Office-Gebäude eingesperrt werden und sich dann ja gegenseitig massakrieren. Dann das The Grudge Remake oder Reboot. Ne, nicht so ein schönes Steelbook wie Olli, also der Moviepicker, aber dafür bin ich froh, dass ich für den Film nicht so viel Geld ausgeben musste. Dann den vierten Ip Man-Teil und der war auch cool, kommt auch noch in der Watchlist dann dran. Und die Serie Chernobyl, die muss ich tatsächlich auch noch gucken. So, also viel erstmal zu den digitalen Sachen und jetzt zu den, ich sag mal, Sammlerstücken. Ja, denn es gab ein paar Steelbooks. Hatte ich mir vorher schon vorbestellt, im November, glaube ich, war das, das Irreversible Steelbook mit dem Straight Cut und dem normalen, ja, der normalen Kinofassung. Und ja, ich mag den Film, er ist krass, muss man sagen, aber so schön im Steelbook mit beiden Fassungen, warum nicht? Kann ich mir den Straight Cut auch nochmal angucken. Ne, das sieht drinnen recht unspektakulär aus, aber naja. Beide Filme auch auf je einer einzelnen Blu-ray, so wie das hier scheint. Naja, cooler Film definitiv, schönes Steelbook und ja, den muss ich mir die Tage mal zu Gemüte führen. Kein weihnachtlicher Film, muss man sagen. Ja, dann einen, den kenne ich persönlich noch nicht, Deepwater Horizon. War ich hier auch so ein Stück weit, weil es da so eine mehrere für oder drei für zwei Aktionen gab, habe ich den dann auch günstig mitgenommen, auch in einem schönen Steelbook. Geht um, ja, ich sag mal, Probleme auf einer Ölplattform. Soll cool sein, der Film. Ich bin echt mal gespannt. Also das Steelbook sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Ne? Mal gucken, wie es drinnen aussieht. Ne, da sind Highlights auf DVD und Blu-ray. Naja, Mark Wahlberg guckt auf jeden Fall schon sehr gestresst. Bin mal gespannt, wie der ist. Ich weiß, der ist auch momentan gratis irgendwo drin, aber schickes Steelbook sagt man nicht nein. Hier sage ich zum Thema Steelbook gleich übrigens noch was. Ne, weil das war eine Sache, das hat dieses Steelbook auch betroffen. Das ist ein Anime, Dusk Maiden of Amnesia. Geht hier um, ne, hier mal drinnen gezeigt, also erstmal ein dickes Booklet dabei. Ne, und hier diese 13 Episoden, ne, auf zwei Blu-rays. Booklet sieht auch interessant aus. Ja, ist so ein bisschen auch eine Geistergeschichte und na, ich bin riesig gespannt, weil mich einfach natürlich auch der Stil so erstmal anspricht und der verdammt gut sein soll. Gesehen habe ich noch nicht. Hier auch, wie gesagt, schönes Steelbook. Ne? Und da muss ich jetzt das nächste zeigen, um dann zu sagen, was mich bei Deepwater Horizon und bei dem gestört hat. Richtig geil. Sie leben im Steelbook. Und zwar... Erstmal sieht dieses Steelbook einfach nur geil aus. Und da ist natürlich auch einfach nur geil drinne. Und das, ich muss auch gleich nochmal was anderes zeigen und dann sagen, warum das hier einfach der Hammer ist. Also erstmal der Soundtrack mit drinne, ja, Specials, ne, auf Blu-ray, ne, der Film auf Blu-ray und das Ganze als 4K Blu-ray. Nicht, dass ich das aktuell gucken kann. Ich habe zwar den Fernseher, aber noch nicht den Player. Aber einfach, weil das Steelbook richtig geil ist. Ja, das ist, ich fand es einfach schicker als die andere Edition. Da zahle ich dann auch gern ein paar Euro mehr. War auch bei dieser 3 für 2 Aktion mit dabei. Und ja, was ich hier richtig geil gelöst finde, das ist gleich zweierlei. Einmal dieser Stülpi und hier drinne, wie ein vernünftiges Label und ein normaler Mensch das machen sollte, sage ich mal. Denn... Ne, warum der Stülpi geil ist, kann man sich vorstellen. Bei den anderen beiden Mediabooks, bei den anderen beiden Steelbooks, die Kleber wieder direkt auf das scheiß Steelbook geklatscht, wie schon bei den Chucky Steelbooks. Hier nochmal vielen Dank für den Tipp mit dem WD-40, geht dann wunderbar ab.
Wie dumm kann ein Label sein, dass man dann wirklich da eine, ja, so eine Folie drum macht und dann diesen Sticker auf das Steelbook klebt, dass man da erst mit Öl ran muss und einem Föhn, um das sauber abzukriegen. Ne? Wenn man jetzt so ein WD-40 nicht dabei hat, dann klebt es im Regal und oder beschädigt das Steelbook und ohne fällt einem nichts ein. Da ist so ein Stülpi natürlich sehr schön. Ah gut, zum letzten Steelbook, was jetzt mit dazu kam. Die Die Hard Collection. Ne? Und ja, hier sehen wir dann, hier übrigens, das klebte es nicht auf dem Steelbook. Es sind 5 Filme, es sind 5 Blu-Rays, müssten 5 Blu-Rays sein, wieder auf so einem Spindelkram drauf. Ja, diese Spindeln sind nicht so geil, muss man sagen, weil das natürlich dann immer sehr unschön ist. Ne, hier der erste, dann der zweite, ne, und den dritten, vierten und fünften haben sie auf einer anderen Spindel drauf. Wie gesagt, wie schön das doch da das rein da, sie Lebensstilbuch gelöst hat. Es ist machbar, wenn man will. Trotzdem, ich finde, das Steelbook sieht auch recht schick aus. Ist auch so eine exklusive Edition von Amazon. Und da ich ihn noch nicht auf Blu-ray hatte und den fünften noch gar nicht gesehen habe, also ne, die ersten 3 sind geil, der vierte ist ganz unterhaltsam, der fünfte, naja, jetzt habe ich ihn auch und kann ihn mal sehen und dann wahrscheinlich mich drüber aufregen, dass das ja kein guter Die Hard Film ist. Aber gut, das waren erstmal die Steelbooks. Es geht jetzt auch gleich weiter mit, ja, ich nenne es mal Mediabooks. Ja, das erste ist noch ein richtiges Mediabook hier, Sputnik. Ich muss das noch auspacken, mache ja auch noch ein Unboxing dann. Ich bin mal riesig gespannt, weil ich muss sagen, das russische Kino hat sich in letzter Zeit durchaus gemausert und einige der Blockbuster, die ich gesehen habe, die haben mir durchaus wirklich gut gefallen und besser als viele der, ja, vieles von dieser seelenlosen Scheiße aus Amerika. Und Sputnik, der Trailer hat mir gefallen, nur ein bisschen Alien-Verschnitt. Könnte sehr interessant sein und ja, dachte ich mir, gönnst dir mal das Mediabook. Bin ich gespannt, wie der ist. Werde ich natürlich dann auch meine Meinung kundtun. Wirklich gespannt. Unboxing kommt da noch. Ja, und dann das, warum ich gesagt habe, so Mediabook. Die beiden Dinger hier, Parasite, Anime-Verfilmung, Live-Action-Verfilmung, geht um, man sieht es am Cover hier, ja, Parasiten, das ist ein Auge. ich bin mal gespannt, den Anime noch nicht gesehen und der ist aktuell auch einfach scheiße teuer. Ne, und ja, hier die Verfilmung, die gab es auch beide. Hatte ich ein Schnäpperchen gesehen, weil wenn ich für die beiden Dinger hier 8 Euro zahle, warum nicht? Und es hat so ein bisschen was Mediabook-artiges hier, na, auch wenn natürlich kein Booklet drin ist. Die beiden Filme noch nicht gesehen. Ich bin aber mal gespannt, sollen ganz cool sein. Ne? Mir fehlt zum Glück auch noch der Vergleich zum Anime, deswegen bin ich da vielleicht etwas aufgeschlossener. Ich lege die mal zur Seite. Ja, also wie gesagt, Booklet nicht drin, dafür eine Menge Werbung, die ich nicht brauche. Das, wenn ich was haben will, kaufe ich es mir, ob ich da eine Werbung gesehen habe oder nicht. Wobei Werbung helfen kann. Ja, deswegen Mediabooks dieses Mal so ein bisschen weniger. Aber kommt ja noch ein bisschen was. Ich habe ja gesagt XXXL und man gönnt sich ja auch mal. Ja, ein paar Klassiker musste ich mir tatsächlich auch noch holen. Erstmal hier Network. Ich habe den bisher auch noch nicht gesehen. Also soll ja eine, ja, heute wie damals absolut großartige Satire sein. Und ja, ist dann schon ein Stück weit eine Bildungslücke, vor allem wenn der heutzutage fast aktueller als damals ist. Ne, ich bin gespannt, ne? Weil wir sind eine gute Satire, da sage ich nie nein. Ja, und dann auch wieder so ein bisschen mit einem No-Go verbunden, muss ich sagen. Herr der Ringe auf Blu-ray, die Extended Editions. Ich bin ganz ehrlich, bei Herr der Ringe, die Extended Editions, wenn man die erstmal gesehen hat, die dauern zwar noch länger, aber dann kann ich mir die normalen nicht mehr wirklich angucken. Und ich habe die zwar noch auf DVD und die DVD-Qualität ist wirklich klasse, aber ich wollte die mal auf Blu-ray haben. Ne? Ich hätte auch gleich auf 4K aufgerüstet, aber naja, wie gesagt, habe ja noch keinen 4K-Player. Wie gesagt, hier blöd ohne Wendecover, überall mit diesem fetten Flatschen drauf und hier vorne auf die Box drauf gedruckt. Also, Leute, wer der Filme sammelt oder sowas Filmliebhaber ist, liebt diese Flatschen. Keiner, nicht einer.
Naja gut, aber Herr der Ringe schon mal, ja, ganz geil, Bildungslücke, dass man sie noch nicht hat. Und dann noch die Hobbit-Filme in der Extended-Fassung. Die Hobbit-Filme hatte ich bisher noch gar nicht, waren auch nicht so gut wie die Herr-der-Ringe-Filme, aber mich haben sie doch noch sehr gut unterhalten. Und ja, bisher habe ich sie gar nicht, da kann man auch gleich, und ich habe auch die Extended-Fassung noch nicht gesehen, kann man hier gleich zuschlagen. Vor allen Dingen ist das hier so eine schöne Buchbox, nenne ich es mal. Ne? Also sieht auch hier drinnen dann ziemlich cool aus. Wer sich das denn ausgedacht hat, ich halte das hier einfach mal kurz so. Die Filme da rauszukriegen ist schon ein Kampf. Aber wie gesagt, schicke Box, sieht auch sehr schön aus im Regal dann. Also nett. Und ja, wie gesagt, auch die Filme, selbst wenn die natürlich im Vergleich zu Herr der Ringe häufig schlecht abschneiden oder viele da mosern, ja, aus der Hobbit drei Filme zu machen, ist schon sportlich. Im Regal sollte ein Filmfan sie da natürlich trotzdem stehen haben. Ja, und dann sind wir auch schon fast am Ende angekommen. Wie gesagt, ich wollte mich auch ein bisschen beeilen, nicht, dass wir hier eine halbe Stunde sitzen oder dreiviertel Stunde. Gab noch ein paar Animes, weil meine Freunde und ich mögen Animes ja auch, nur man kommt häufig genug nicht dazu, sie wirklich zu gucken. Ja, einmal hier, Basilisk, war sogar relativ günstig, wurde auch mal, gibt es auch eine Realverfilmung von Shinobi, geht hier um Ninja-Clans und natürlich Action und so weiter und so fort. Na, komm her, hier du Lump, na, mal reingucken. Na, auch hier nur relativ unspektakulär gehalten mit Dings. Da fliegt mir irgendwas entgegen, ein Poster anscheinend. Na, hier nochmal so ein kleines Booklet, na, wo so ein paar Charaktere vorgestellt werden. Jetzt will ich wissen, was mir da entgegengeflogen ist. So. Ja, es sieht nach einem Poster aus. Es ist ein sehr kleines Poster, aber warum nicht? Basilisk bisher auch noch nicht gesehen, nicht dazu gekommen, aber ne, wenn man sich die bewerten, aber immerhin im Stülpi drin, dass das nicht ganz so negativ auffällt. Hat in der Online-Filmdatenbank auf jeden Fall hervorragende Bewertungen gekriegt und deswegen muss ich dann tatsächlich mal zuschlagen. Und der Film Shinobi war so auch ganz unterhaltsam. Ja, dann noch einen, den ich nicht gesehen habe, Trinity Blood. Ne, geht hier um Krieg zwischen Menschen und Vampiren und ja, Vampire gehen eigentlich immer, Action geht auch immer und ja, auch hier wieder an sich so relativ unspektakulär mit anscheinend einem Sticker, okay, und auch ein Booklet, das ist ein bisschen, ne, werden auch die Charaktere drin vorgestellt, ist aber auch etwas dicker als das andere, ne? Treff Akel. Maschine, Pistole, Waffen. Seine Bewaffnung wird auch vorgestellt oder seine Fähigkeiten. Das ist ja mal interessant. Also Trinity Blood, auch noch nicht so viel von gehört, aber ich sag mal so, die Artworks, die sprechen mich hier dann doch definitiv mal an und ich bin riesig gespannt. Na, ist auf jeden Fall dann sicherlich wieder nettes Anime-Futter, was man dann gucken kann. Ja, und zum Abschluss denn Akuma no Riddle. Der heißt auch tatsächlich einfach nur Akuma no Riddle. Der hat keinen anderen eingedeutschten Titel. Warum ist hier hinten so ein Kleber drauf? Nein, steht drauf, worum es geht. Das ist interessant, einfach auf die Box draufgeklebt. Und zwar geht es hier um eine Schulklasse von offenkundig in erster Linie Frauen, also nur Frauen. Und die sind alle, ja, werden alle trainiert, Assassinen zu werden. Und ihr Ziel ist eine Mitschülerin. Kumpel meinte, dass der richtig cool ist, wirklich unterhaltsam. Ich bin mal gespannt. Ne? Vor allem, weil denn, ne, das sicherlich einige sehr lustige Szenen hat und auch sicherlich einiges an Action bietet. Das ist das hier zum Abmachen gedacht oder soll das da drauf kleben? Ich bin mir da echt gerade nicht sicher. Na gut, jedenfalls auch noch nicht gesehen, aber soll auch cool sein. Und gerade wenn ein Kumpel den empfohlen hat, der da oft auch einen recht ähnlichen Geschmack hat, warum nicht? Ne? So, aber wie man sieht, ich hatte auf jeden Fall schon mal, ne, viel Spaß heute mit dem, was ich so zu Weihnachten gekriegt habe und mir im Dezember geholt habe. Na, ich hoffe, ihr werdet auch reich beschenkt und kriegt schöne Sachen. Ne? Könnt ein bisschen Zeit mit eurer Familie verbringen und nicht nur Leuten wie mir hier zugucken. Ne? Schämt euch, wenn ihr da nicht ein bisschen Zeit für die Familie mit einplant. Aber
Na gut, ich wünsche euch trotzdem erstmal weiter frohe Festtage und ja, dann bis zum nächsten Mal, hoffe ich doch. Ciao, ciao.